Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch zeigen, wie ihr dieses gemoddete Triad-Outfit in GTA Online bekommen könnt. Natürlich mit der braunen Jogger und den permanenten unsichtbaren Arm. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund. Das ganze Outfit natürlich für euch in einem Video. Und wie ihr die braune Jogger bekommen könnt, habe ich euch mit einem Videolink in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr einfach einmal auf den ersten Link klicken, um euch die braune Jogger zu holen und um sie euch abzuspeichern. Und wenn wir dann unsere braune Jogger haben, von dem Video, ziehen wir uns die natürlich einmal an und gehen damit dann zu den Schuhen. Und wie gesagt, bei den Joggers werden ja immer die Knöchel unsichtbar. Und bei den Schuhen ziehen wir uns jetzt einfach einmal unter Skateschuhe die hellbraunen Skateschuhe an. Wenn wir uns die denn angezogen haben, gehen wir einmal zu den Oberteilen. Ich wechsle dafür kurz einmal meinen Helm, weil ich habe euch ja gerade eben erstmal nur das Outfit gezeigt. Also nicht wundern, dass ich hier gerade mein Oberteil wechsle. Wir gehen einmal zu den Oberteilen, gehen dann einmal zu den Tanktops und ziehen uns jetzt hier die Nummer 7 an. Ihr seht auch im Hintergrund, welches Tanktop das ist. Das ziehen wir uns jetzt einfach einmal an. Dann gehen wir einmal zu den Einsatzwesten und ziehen uns jetzt hier bei Einsatzwesten einmal die Nummer 43 an. Das sollte denn bei uns die pfirsichfarbene Schussweste sein, genau die. Jetzt gehen wir einmal zu den Accessoires. Bei den Accessoires einmal zu den Handschuhen. Und hier ziehen wir uns jetzt hier die Nummer 53 an. Das sollten die weißen Baumwollhandschuhe sein. Wenn wir uns die denn angezogen haben, machen wir alle Masken und alle Helme von unserem Kopf. Ich habe das jetzt in meinem Fall schon gemacht. Und jetzt speichern wir uns das Outfit einfach einmal ab. Wenn wir uns das Outfit dann abgespeichert haben, gehen wir einmal zu den Raubüberfall Overworlds. Das ist auch bei den Outfits vorne bei der Nummer 12. Und hier ziehen wir uns jetzt einfach einmal ein von den letzten vier an, da wo die Gasmaske drauf ist. Wenn wir uns einen von denen angezogen haben, begeben wir uns jetzt einfach einmal zum Strand, um den Teleskop-Glitch zu machen. Wie ihr euch darauf sozusagen vorbereiten könnt, ist einfach ein bisschen Bargeld dabei haben für den Teleskop-Glitch. Ihr seht auch im Hintergrund, welches Teleskop ich hier benutze. Wenn wir denn hier vor dem Teleskop stehen, sprinten wir jetzt einfach einmal dran vorbei und spammen dabei die Pfeiltaste rechts auf unserem Controller. Wenn wir das gemacht haben, sollte unser Charakter einfach stehen bleiben, sodass wir unser Interaktionsmenü öffnen können. Die Gasmaske bleibt bei diesem Teleskop-Glitch auf dem Outfit drauf, also nicht wundern. Wir holen einmal unser Interaktionsmenü raus, gehen auf Stil und ziehen uns jetzt hier das gespeicherte Outfit an und laufen jetzt einfach einmal weg. Und sobald wir weglaufen, sollten wir sehen, die Gasmaske glitcht sich automatisch auf unser Outfit drauf. Jetzt begeben wir uns einfach einmal zum Waffenladen, um uns das Outfit dann nochmal abzuspeichern. So, hier vorne beim Waffenladen gehen wir natürlich einfach einmal in den Waffenladen rein. Laufen jetzt hier zu der Kleidung und speichern uns das Outfit jetzt hier erneut ab. Wenn wir uns das Outfit dann abgespeichert haben, drücken wir einmal die Optionstaste, gehen auf Online auf die Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, gehen dann einmal zu den Missionen und finden hier einen Job für einen Titan. Den starten wir jetzt einmal. Sobald wir denn in einem Job für einen Titan drinne sind, bestätigen wir einfach einmal die Einstellung und starten den Job alleine. Sobald wir jetzt im Job für einen Titan drinne gespawnt sind, sollten wir sehen, wir werden ohne die pfirsichfarbene Schussweste spawnen. Solltet ihr mit der pfirsichfarbenen Schussweste spawnen, dann einfach nochmal den Schritt wiederholen, den ich gerade im Video erklärt habe. Und ganz wichtig, wir müssen die Gasmaske aufhaben. Ihr seht im Hintergrund, wie das aussehen sollte. Und wenn das genau so ist, speichern wir uns das Outfit erneut ab. Haben wir uns das Outfit erneut nochmal abgespeichert, holen wir einmal unser Handy raus, gehen einmal auf die Jobliste und verlassen dann über die Jobliste einmal den Job. Und wenn ihr meine generellen Videos feiert mit den ganzen Outfit-Glitches, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und wenn ihr schon das Abo dalasst, dann nicht vergessen, natürlich die Glocke zu aktivieren.
Aber sobald wir jetzt hier wieder in der Lobby gespawnt sind, laufen wir natürlich einfach einmal nochmal in den Bekleidungsladen rein. In meinem Fall benutze ich jetzt hier den Waffenladen. Gehen dann einmal zu den Oberteilen. Dann einmal zu den Rockerjacken. Und ziehen uns jetzt hier die Nummer 66 an. Das ist die Rocker-Lederjacke. Wenn wir uns die jetzt angezogen haben, gehen wir einmal zu den Renntrikots. So, die suchen wir uns hier einfach einmal raus. Hier bei den Renntrikots. Und jetzt ziehen wir uns hier einfach einmal die Nummer 4 an. Das ist die Talfahrt-Motocross-Trikot. Sieht genau so aus. Die beiden Sachen haben wir uns jetzt einfach einmal angezogen. Jetzt drücken wir einmal die Optionstaste, gehen nochmal auf Online, auf die Jobs, Jobs spielen, markierte Jobs. Gehen jetzt einmal nochmal zu den Missionen. Und hier finden wir, das ist so eine G-Sache. Den starten wir jetzt einmal. Keine Sorge, ich werde euch den Job in der Videobeschreibung verlinken. Auf den zweiten Link einfach klicken, um euch den Job zu markieren und um den Glitch einfach selber nachzumachen. So, wenn wir jetzt den Job gestartet haben und gleich im Job drinne sind, ändern wir kurz einmal die Einstellung, gehen einmal auf die Kleidung und machen die Kleidung auf gespeicherte Outfits. Jetzt bestätigen wir einfach einmal die Einstellung und laden jetzt irgendeinen Freund ein, weil wir müssen den Job, wie gesagt, zu zweit starten. Also wir laden jetzt einfach irgendeinen Freund ein und wir warten kurz, bis der Freund in unserem Job drinne ist. So, wenn unser Freund denn im Job drinne ist, starten wir den Job einfach einmal und landen dann in diesem Menü hier. Jetzt drücken wir einfach einmal die Pfeiltaste rechts, so lange bis wir auf unser gespeichertes Outfit kommen und machen jetzt einfach hier einmal bereit. Und im Job warten wir jetzt einfach so circa 10 bis 20 Sekunden, bis die Zeit unten rechts gleich bei uns bei 4 Minuten 40 ist. So lange laufen wir jetzt hier einfach einmal rum und warten kurz. So, wenn die Zeit denn bei 4 Minuten 40 ist, holen wir einfach einmal unser Handy raus und verlassen dann wieder über die Jobliste einfach einmal den Job. Und wir warten jetzt einfach nochmal kurz, bis wir in der Lobby wieder angekommen sind. Sobald wir jetzt wieder in der Lobby angekommen sind, ist es wichtig, dass wir mit diesem Outfit hier spawnen, also mit der Lederjacke und mit dem Renntrikot. Also nicht wundern, das ist alles so richtig, wir sollten wieder mit dem Outfit spawnen. Jetzt suchen wir uns einfach einmal ein persönliches Auto oder ein Straßenauto. Es muss aber auf jeden Fall ein Auto sein. Da steigen wir jetzt einfach einmal ein. Und sobald wir drinnen sitzen, holen wir einfach einmal unser Interaktionsmenü raus. Gehen einmal auf den, ja genau. Wir melden uns einfach einmal als MC an oder als CEO. Dann gehen wir einfach einmal auf unseren MC-Präsident oder CEO. Gehen dann einmal auf Verwalten. Einmal auf den gewünschten Stil. Und bei Stil drücken wir jetzt einfach einmal die Pfeiltaste rechts und wieder die Pfeiltaste links. Jetzt steigen wir einfach auch einmal aus dem Auto aus. Und wir sollten schon sehen, das T-Shirt mergt sich so ganz komisch zusammen. Und wenn wir noch ganz kurz warten und uns in der Zeit schon mal zum Kleidungsladen begeben, sollten unsere Arme auch gleich unsichtbar werden. Wir warten einfach nochmal kurz. Sollte auch direkt gleich passieren, vielleicht wenn ich absteige. Keine Sorge, ihr kriegt wahrscheinlich keine Polizisten, die euch die ganze Zeit anschießen und hinterherfahren. Ich rufe die kurz einmal weg. Und wir sollten schon sehen, die Arme werden komplett unsichtbar. Ihr habt es gerade gesehen im Hintergrund. Ich bin einfach nochmal kurz rumgelaufen, hab gewartet, hab mich in der Zeit natürlich zum Kleidungsladen begeben, um mir gleich das Outfit nochmal abzuspeichern. Aber ja, ihr seht, die Arme werden komplett permanent unsichtbar. Wir rennen einfach einmal in den Bekleidungsladen rein, gehen einmal zu den Outfits und speichern uns das Outfit hier erneut ab. Haben wir uns das Outfit nochmal abgespeichert, können wir es natürlich noch sehr viel geiler aussehen lassen. Zum Beispiel über das Interaktionsmenü, über den Stil, über die Accessoires, einfach irgendwelche Masken rauf. Oder wie ich es gemacht habe, einfach einen Fallschirm rauf und gerne einen kugelsicheren Helm. Ich in meinem Fall würde den schwarzen kugelsicheren Helm empfehlen, aber ja. Das sollte schon vom Video gewesen sein. Ihr seht das Outfit im Hintergrund. Und wenn euch dieses Outfit oder meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Like und ein nettes Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Video in ein paar Tagen. Haut da rein. Ciao.